Okay, in deinem Track politischer Rap geißelst du politische Rapper oder beziehungsweise den politischen Rap als solches. Dann hast du aber unlängst irgendwie mit zugezogen maskulin einen Track rausgebracht, der sehr wohl politisch ist. Wie kommt denn das eigentlich zustande? Ja, das ist eine gute Frage. Das Lied Politischer Rap, das habe ich ja tatsächlich gemacht und habe da, wie du sagst, den politischen Rap gegeißelt. Finde ich auch ein ganz witziges Lied. Es hatte was damit zu tun, dass ich selbst früher recht explizit politischen Rap mal so ein, zwei Jahre lang gemacht habe, vor längerer Zeit und dann sehr lange in dieser Schublade irgendwie war und da nicht so viel Spaß dran hatte, so limitiert zu werden. Dann dachte ich mir, mache ich mal ein Lied, wo ich da ein bisschen gegen schieße. Ich sehe aber keinen Anlass dazu, jetzt, wenn ich ein Lied gemacht habe, dass das dann irgendwie so nicht auch wieder laufen werden kann von mir selbst, und das ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt. Dann habe ich halt ein Lied mit zugezogen maskulin gemacht und das war politisch, warum auch nicht. Vielleicht mache ich als nächstes wieder ein Lied, das ist gegen politische Rapper, oder vielleicht werde ich ein politischer Rapper oder mache ein Lied gegen unpolitischen Rap. Ich finde, da kann jeder dann irgendwie das rausziehen, was ihm gefällt. Und ich finde auch gar nicht, dass die Aussagen, die ich in dem einen Lied sage, den Aussagen im anderen Lied unbedingt widersprechen. Und wenn ich jetzt wirklich allen politischen Rap gemeint hätte in dem Lied Politischer Rap, dann hätte ja aufmerksamen Beobachtern auch auffallen müssen, dass ja das Lied Politischer Rap selbst ein politisches Rap-Lied ist und dass das einfach alles eine hoffnungslose Verstrickung ist in komplexe Widersprüchlichkeiten, die gar nicht aufzulösen sind. Vielleicht ist das ja auch das Konzept. Ja, wenn ich gerade fällt mir ein, dass im Endeffekt das Lied Politischer Rap auch gedacht war als so eine Art Teaser für das Lied Eure Führer mit zugezogen maskulin, was beides Teil einer Trilogie ist. Und ja, und der dritte Teil kommt dann in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Ja, so viel dazu. Seit neuestem gibt es ja einen Zusammenschluss von linken Rappern, Tick Tick Boom nennt sich der, und die bezeichnen sich selbst als Zecken-Rap. Und da sind einige Interpreten dabei, ich glaube Suki und Captain Gibbs, meine ich, und so weiter und so fort. Was sagst du denn zu dieser Vereinigung, oder was sagst du zu dieser Posse, im Hip-Hop-Jargon zu bleiben? Tick, Tick, Boom, ja, da kenne ich ein paar Leute auch von und finde das in Ordnung, dass die das machen. Meins ist das jetzt nicht so, aber ich habe da auch kein Problem mit. Ich fühle mich erinnert an graue Vorzeiten. Vor 10 Jahren, 2003, habe ich mit ein paar Leuten, die teilweise auch jetzt dabei sind, wieder auch mal sowas gemacht. Hip-Hop-Partisan hat sich das damals genannt. Ist damals gescheitert, das Projekt. Ist mir auch ein bisschen peinlich, auch dass ich den Namen jetzt genannt habe. Gefällt mir eigentlich nicht so gut, weil die Leute dann anfangen zu googeln. Aber was will man machen? Wir schneiden hier ja nicht. Und ich finde so Tick, Tick, Boom, ja, wie gesagt, kein Hate, alles cool, alles cool. Wobei du sagst, die nennen sich Zecken-Rapper. Dazu kann ich sagen, was viele vielleicht nicht wissen, was aber stimmt: Das Wort Zecken-Rap habe ich erfunden, 2005. Auf dem Lied Schluss mit Zecken-Rap von Corbin the Crack ist dieses Wort nachweislich das erste Mal gefallen. Das war damals so, dass ich einfach den Reim für dein Kassettendeck jetzt Schluss mit Zecken-Rap ganz gut fand und dann halt das Lied so genannt wurde. Und damals ist der Begriff auch auf Ablehnung gestoßen in diesen linksradikalen Hip-Hop-Kreisen, weil Zecke ja so ein diffamierender Begriff wäre, den Nazis für Linke eigentlich eher benutzen. Das fanden die Leute nicht so gut, dass ich diese Musik damals ja auch schon gar nicht so positiv gemeint von mir eigentlich als Zecken-Rap bezeichnet habe. Jedenfalls mein Copyright. Ich hoffe, dass da die Leute, die sich heute offensiv so bezeichnen, irgendwann auch mal auf mich zukommen und mich an ihren durchaus vorhandenen Gewinnen beteiligen. Die können ja teilweise von der Musik leben, das kann ich nicht. Und die wissen oder die meinen wahrscheinlich auch das nicht zu wissen, aber Zecken-Rap
ist ganz klar auf meinem Mist gewachsen. Also die Musikrichtung natürlich auch, aber ich meine jetzt das Wort. Ich stell dir mal vor, du müsstest jetzt einen Kaffee oder einen Tee trinken gehen mit A. Ali Schwarzer oder B. Rainer Langhans. Wen würdest du wählen? Mit Alice Schwarzer oder mit Rainer Langhans? Mit Alice Schwarzer nicht. Finde ich einfach nicht interessant. Die Frau zumindest nicht so interessant wie Rainer Langhans. Mit dem würde ich sehr gerne mal vielleicht nicht unbedingt Kaffee oder Tee trinken. Tee finde ich langweilig, Kaffee lehne ich ab, aber eine Flasche Korn oder so würde ich mit Rainer Langhans gerne trinken. Der hat bestimmt einiges zu erzählen. Vielleicht lädt er mich ja auch mal in sein Harem ein, wenn es den noch gibt. Du hast gerade gesagt, Kaffee lehnst du ab? Kaffee lehne ich ab, ja. Wieso? Schmeckt nicht, finde ich. Macht so einen ekelhaften Nachgeschmack auch so, der nicht mehr weggeht. Finde ich ein überflüssiges Getränk mit viel Milch. Mit Zucker geht's, aber dann kann ich auch einfach nur Milch mit Zucker trinken. Oder Wasser mit Zucker übrigens auch. Gern gesehenes Ghetto-Getränk, was ich mir ab und zu reinziehe. Ja, also Kaffee wird auch dir immer überall aufgedrängt, wo auch immer du bist. Ne? Wollen die Leute dir einen Kaffee anbieten und fragen gar nicht, ob du den Kaffee trinkst. Du fragst mich gerade auch, gehst du einen Kaffee trinken mit Rainer Langhans oder mit Alice Schwarzer? Und das ist so ein sozialer Druck, der auch irgendwie ausgeübt wird auf einen immer zu, dass man irgendwie Kaffee trinken muss. Und also wenn Leute mich fragen, ob ich mal einen Kaffee mit ihnen trinken will, dann sind die bei mir auf jeden Fall unten durch. Mindestens so unten durch, wie wenn sie einen Hund haben oder so. Ja, mir geht das mit Teetrinkern so. Ah, ja gut. Also die bauen noch einen stärkeren Druck auf. Hättest du Lust, einen Kaffee mit mir trinken zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns das doch machen. Den Tee mit mir? Klar, wir können ja auch Kaffee und Tee mischen. Genau. Welchen oder welche Rapper hörst du derzeit am liebsten, außer die Antilopen Gang? Ja, ich höre ganz viel Haftbefehl auf jeden Fall. Ist für mich der momentan beste deutsche Rapper. So. Auch so sein Umfeld, zumindest Chelo und Abdi, finde ich cool. Ich habe mir das neue Album von Lackmann gerade geholt, das heißt 2 Gramm gegen den Stress, das finde ich auch sehr gut. Was noch? Schwester Eva finde ich cool, A$AP Rocky Album habe ich mir auch geholt, Kendrick Lamar auch. Was noch so? Ja, das neue Moses Pelham Album natürlich, das habe ich auch gern und viel gehört, ist klar, Ehrensache. Und so das neue Ding vom Retro-Gott und vom Hulk Hoden zum Beispiel auch, das sind so die Sachen, die mir spontan einfallen. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch wieder diverse Leute vergessen, aber das bleibt ja nicht aus, mein Lieber. Außerhalb von der Hip-Hop-Welt oder die mit einbegriffen, wer ist deines Erachtens der beste deutsche Songtexter? Ja, die Frage finde ich leicht zu beantworten. Der beste Songwriter in deutscher Sprache ist für mich ganz klar Peter Hein. Also auch besser als Campino? Peter Hein schreibt auch bessere Texte als Campino, muss man zugeben. Würde vielleicht wahrscheinlich auch Campino so sehen. Peter Hein ist übrigens der Sänger von den Fehlfarben, von Mittagspause und von Family Five. 3 sehr empfehlenswerte Bands. Meiner Meinung nach gibt's keine Texte in Deutschland, die daran kommen. Ich glaube, in Verschwende deine Jugend ist auch so der Tenor, dass Campino eigentlich ein Plagiat ist von Peter Hein. Ich glaube, da ging es vor allen Dingen aber darum, wie er singt und wie er sich auf der Bühne bewegt und weniger um jetzt den Inhalt der Texte. So. Aber ja, hab ich natürlich auch gelesen, das Buch. Verschwende deine Jugend ist okay, das Buch. Ja, also was denkst du, wie werden die Antilopen-Fans darauf reagieren, wenn jetzt bald diese Öffnung gegenüber dem Mainstream, so sage ich es mal, die ansteht, also der Antilopen. Also wie denkst du, werden die Fans reagieren, wenn da irgendwie jetzt, was so doch so ein bisschen in die Richtung so zwischen MC Fitti und Afro, also dein Auftritt, wie denkst du, wird das aufgenommen? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass du das jetzt hier öffentlich machst, aber ich denke, mit dieser Öffnung, die wir da in Zukunft vorhaben, mit dieser Öffnung zum Mainstream hin, werden wir sicherlich einige Antilopen-Fans verschrecken, aber
ich glaube, dass wir auch jede Menge neuer Fans hinzugewinnen. Nicht nur MC Fitti und Afro-Fans, sondern beispielsweise auch Fans von Dabru, Track, Mayo Biese. Also das Publikum wird nicht ausbleiben.